Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Kel, heute wieder bei Frag den Kel. Unser Thema lautet Botschafter. Wer sind Sie? Was machen Sie? Was ist das Ganze und wofür brauchen wir das? Gut, stellt euch vor, wir haben über 500 Gruppen. Diese 500 Gruppen haben, jeder lebt so vor sich hin, jeder macht das, was er kann. Das Problem ist, dass wir eine neue Art von Idee haben. Diese neue Art von Idee, die versteht nicht jeder sofort. Jeder Mensch hat seine eigene Zeit oder braucht auch seine eigene Zeit, um irgendwas umzusetzen, zu verstehen, zu fühlen und zu machen. Aus diesem Grund haben wir eine Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich die Idee von Helfer ist und was die Leute so machen vor Ort. So, das bedeutet, was wir versuchen ist, wir versuchen den Menschen überall die Idee von Helfer mitzubringen. Wir können das über diverse Sachen machen. Wir können das darüber machen, dass wir Regeln machen, dass wir Videos erstellen, dass wir Schulungen machen oder dass wir persönlich dahin gehen. Jetzt gibt es jede Art oder jeder Mensch hat seine eigene Art. Das heißt, jeder Mensch mag es, durch diverse Sachen geschult zu werden. Einige Leute müssen das in Textform haben. Andere Leute können das eher visuell oder vom Hören her mitkriegen. Andere mögen es, dass man darüber redet und dass man das Step by Step fühlt. Andere brauchen Workshops und so weiter. Und damit wir alles abdecken können, haben wir uns verschiedene Sachen überlegt. Wir machen Videos. Hey! Auf YouTube. Die Leute, die heute nicht da sind, die werden dann demnächst reinkommen und die werden das Video sehen und werden sagen, okay, super. Andere Leute werden hingehen und sagen, okay, ich brauche das in schriftlicher Form. Dafür gibt es die Webseite helfer.org oder auf YouTube Helfer. Oder andere Leute werden das machen mit Workshops und Ähnlichem. Die, die das in der Realität brauchen, die werden von sogenannten Botschafter besucht. Was ist ein Botschafter? Ein Botschafter ist jemand, der von Ort zu Ort reist oder den man einladen kann, wo man sagen kann, okay, wir hätten gerne eine Schulung, wir hätten gerne Hilfe, wir haben das und das Problem, aber das kann man nicht von zu Hause aus erledigen. Dafür braucht man Leute vor Ort. Und ein Botschafter, den ihr kennt, der ist gerade hier und spricht. Das bin unter anderem ich. Ich reise von Stadt zu Stadt oder von Dorf zu Dorf und versuche den Menschen vor Ort zu helfen. Und das ist absolut wichtig. Weil es gibt Orte, wo eben das Problem nicht klar ersichtlich ist. Das heißt, ihr könnt zwar zu uns kommen und sagen, du, der ist doof oder das und das funktioniert nicht, aber solange wir nicht die gesamte Konstellation mitbekommen, können wir den Personen vor Ort nicht helfen. Aus diesem Grund muss ich vor Ort hingehen und gucken, wer ist das alles? Meistens laden uns die Leute zu sich nach Hause ein. Das heißt, ich fahre mit dem Wohnmobil da in die Gegend, gucke mir das Ganze an. Dann rede ich mit 3, 4, 5, 10, 15 Leuten. Ich erkläre den Leuten das Prinzip. Ich gucke nach, indem wir miteinander reden und uns austauschen, was passiert da gerade in diesem Ort. Und dadurch, dass ich weiß, was da vor Ort passiert, kann ich sagen, okay, ihr glaubt, dass das Problem das eine ist, aber das ist es nicht. In Wirklichkeit ist das Problem viel komplexer und differenzierter zu betrachten. Das heißt, ich kann wirklich auf die Menschen dort eingehen. Ich kriege deren Energie mit, ich kriege deren Art zu reden mit, ich kriege deren Konstellation innerhalb der Gruppen mit und ich kann den Leuten empfehlen, macht bitte das und das oder lasst es. So habe ich zum Beispiel in ein paar Gruppen bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, bei euch liegt es nicht daran, dass ihr euch keine Mühe gibt. Da sind die Moderatoren so speziell, sage ich mal, dass sie auf jeden Fall eine Unterstützung brauchen, und zwar diverse andere Moderatoren, die einem bei einem bestimmten Problem helfen. In anderen Situationen habe ich gesagt, okay, Kinders, es mag ja sein, dass ihr denkt, dass, dass ihr schon zu viele seid, aber ihr seid eigentlich nicht genug. Ihr braucht viel mehr, damit die Gruppe eine Struktur bekommt. Das heißt, die Aufgabe des Botschafters ist es, einmal an den Ort hinzufahren, zu gucken, zu erkunden, was man macht. Ein Botschafter, seine Eigenschaften sollten sein, dass er sehr, sehr empathisch ist, dass er als Mediator fungieren kann. Das bedeutet, dass wenn zwischen zwei oder drei Leuten Stress ist,
dass er dazwischen gehen kann und versuchen kann, das Problem zu lösen. Ein Botschafter sollte aber auch das Prinzip von Helfer wirklich verstanden haben, denn immerhin muss er den Leuten genau das erklären. Und da geht es etwas weiter hinaus als nur diese 4+1 Regeln, die wir haben. Ne? Also für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, wir machen 4 Regeln plus 1. Plus 1 bedeutet immer Spaß bei uns. Und Spaß ist eines der wichtigsten Sachen, die wir haben. Soll heißen, bitte entschuldigt, macht jemand etwas Krach. So, dieses plus 1 ist absolut wichtig. Aber ne, die 4 Regeln, nicht nur die müsste man kennen. Nein, wir sollten auch ein bisschen wissen, was die 10 Prinzipien sind. Man sollte auch verstanden haben, wie die 7+1 Strategien sind. Man sollte verstehen, wie die Gruppentypen funktionieren. Und man sollte auch verstehen, wie man sich vernetzen kann vor Ort und auch gucken können, was die anderen Sachen machen. Es spielt also, oder es ist ein großer Vorteil, wenn man gut reden kann, wenn man sich einiges traut und, und. Das heißt, Botschafter kann jeder sein, der einfach mal Lust hat, aus sich rauszugehen, zu anderen Gruppen zu gehen und den Leuten, ja, unter die Arme zu greifen. Ein Botschafter ist kein Chef, ebenso wie der Moderator nicht. Ein Botschafter ist jemand, der anderen Menschen hilft und sie unterstützt. Vorteil von einem Botschafter ist, man kommt wirklich rum. Nachteil von einem Botschafter ist, dass man hier an einem Ort ist, sondern dass man diverse Gruppen kennt und halt viel reist. Wer viel reist, hat aber meistens wenig Zeit, Sachen online zu machen und. Das heißt, was ein Vorteil für den einen ist, ist für den anderen ein Nachteil. Kommt darauf an, wie viel man zu tun hat. Macht es richtig Spaß oder kann auch sehr anstrengend sein. In meinem Fall ist es sehr, sehr anstrengend, heißt aber nichts, weil je mehr Botschafter wir haben, desto weniger muss ich alleine tun. Je weniger ich alleine tun muss, desto besser ist das für alle anderen, weil die Arbeit verteilt sich. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? 10 Hände machen mehr als eine. Und wenn 10 Leute daran arbeiten, müssen sie nicht so viel tun, als wenn einer das alleine machen würde. Das heißt, wir laden jeden Menschen ein, auch mal Botschafter zu sein, in diverse Gruppen reinzugehen und Menschen zu helfen. Der Riesenvorteil davon ist aber, dass man selber für sich viel, viel mehr lernt, weil man die Unterschiede sieht, wie das, was man von zu Hause kennt und was in den anderen Orten passiert. So sitzen wir momentan und werden demnächst mit einem anderen Botschafter, also nicht nur ich, zum Beispiel Bayern besuchen. So, an die Leute, die das jetzt sehen und aus Bayern sind und sagen, hä, kommt jemand zu uns? Wie geil ist das denn? Fragt ruhig den Support-Orga, fragt sie nach den Botschaftern, fragt nach, ob diese Person bei euch vorbeikommen kann und ob sie euch unterstützen kann. Der Hammer ist, zusammen werden wir es schaffen, dass wir alles auf einem sehr hohen Niveau bringen, was auch wirklich wichtig ist. Denn erst wenn wir es alle verstanden haben, können wir anfangen, das umzusetzen. Wenn wir anfangen, das umzusetzen, dann schaffen wir es, dass wir das irgendwann mal auch verstehen. Und wenn wir es verstehen, dann kommt es irgendwann in unser Bewusstsein. Wenn es im Bewusstsein ist, kommt es irgendwann ins Unterbewusstsein. Und wenn wir es da haben, dann werden wir es richtig leben. Und dann werden wir auch die Früchte davon ernten. So, also von meiner Seite aus haben wir es erstmal geschafft. Wir haben die Botschafter erstmal erklärt, was deren Aufgaben sind, warum sie da sind, was die machen. Momentan haben wir, soweit ich weiß, 2 Botschafter. Aber ich hoffe ja auch, dass wir demnächst noch viel mehr haben. Wichtig dabei ist, wie gesagt, ihr solltet Zeit mitbringen. Ihr solltet unabhängig sein. Es kann nicht funktionieren, wenn ihr Kinder habt und die in irgendeiner Weise, ja, dass ihr euch um die kümmern müsst, weil, also nicht, weil ich denen nicht gönne, sondern weil es eben viel Zeit in Anspruch nimmt. Andererseits, es kann nichts Besseres geben, als wenn man das halt guckt und macht. Man muss ja auch nicht Botschafter sein innerhalb eines ganzen Bundeslandes. Man kann das ja auch in den nächsten 3, 4, 5 Städten machen. Hauptsache ist, dass alle Spaß daran haben. So, wenn ihr jetzt noch Fragen dazu habt, wenn ich irgendwas vergessen habe, bin ich gerne bereit, noch darüber zu reden. Das heißt, jetzt ist eure Aufgabe, Fragen zu stellen. Jetzt ist eure Zeit, dass wir versuchen, dieses Thema von der anderen Seite zu beleuchten. Und wenn ihr teilweise Ideen habt oder so, bitte sehr, ihr seid frei, auch diese uns kundzutun. Ich freue mich und solange, wie keiner fragt, werde ich mich weiter sonnen. Bitte sehr. Wer mag noch was sagen oder fragen? Ja, ich werde, glaube ich, Mini-Botschafter, denn ich fahre am Sonntag nach
Da werde ich dann noch mal ein bisschen von Helfer erzählen, weil da fehlt noch so ein bisschen Struktur, habe ich gemerkt. Die haben keine Orga, nicht wirklich Moderatoren. Und da werde ich ja, das mal vorstellen und vielleicht auch jemanden mit in die Orga bringen können. Sehr schön. Also nur eine Sache dazu. Nur weil du an einen Ort fährst und Botschafter bist, natürlich bist du dann in Aufgabe eines Botschafters da. Ein Mini am Sonntag. Ein Mini-Botschafter. Ja. Genau. So. Also genau. Ja, auch das wäre das. Ne? Also da hat man dann die Aufgabe des Botschafters. Sehr gut. Genau. Wer das gerne öfter machen will, kann das machen. Ein Botschafter hat aber, und das möchte ich auch nochmal vielleicht sagen, weil das kam vielleicht nicht ganz so raus, ein Botschafter hat keinen Admin-Posten innerhalb der anderen Gruppe. Er ist auch nicht in irgendeiner Weise Moderator, befugt oder irgendwas. Ein Botschafter ist immer Gast. Gast in der anderen Gruppe. Er wird eingeladen. Das heißt, er drängt sich nicht auf, sondern die Leute holen sich diese Person zu sich. Ne? Das ist alles immer auf freiwilliger Basis und es ist alles immer so, dass alle Leute ja, es gerade wollen. Das heißt, nur weil ich eine Gruppe besuche und die mich halt nicht sprechen lassen will, heißt das nicht, dass ich da Botschafter bin. Das heißt, du machst es genau richtig, die haben dich eingeladen, sehr schön, richtig. Du hilfst dort, es ist genau richtig, genau so macht man das und finde ich super. Vielen, vielen Dank, auch für die Arbeit. Klar, danke. Danke, dass es uns gibt. Ja. So, hat noch jemand Fragen oder Anmerkungen? Eine Frage habe ich. Bitte sehr. Ja, wenn man jetzt Botschafter werden möchte, gibt es da irgendwie Unterstützung, so ein bisschen Rhetorik oder so, so dass man dann auch so locker flockig mal hier, ne, sagen, das ist Helfer und so, ne? Ne? Da so, gibt es da so natürlich. Gewisse Vorbilder. Also, natürlich, also man kann immer wieder, das ist ja genau das, was man bei Helfer sowieso hat. Das bedeutet, ja, natürlich können wir dich schulen. Du kannst, wenn du Botschafter werden willst, kannst du gerne uns fragen oder auch mich oder auch ja, die andere Dame, die das als Botschafterin macht. Das heißt, sie wird jetzt auch viel, viel mehr Kilometer hinter sich zurücklegen. Kannst du natürlich die Leute fragen. Du kannst die Leute fragen, okay, wie seht ihr das? Was macht ihr? Und wir nehmen uns auch immer gerne die Zeit, Leute oder gerade Kollegen, Freunde, Familie zu unterstützen. Das ist ja genau unsere Aufgabe. Das ist ja genau das, was Helfer ist. So, und wenn du magst, kannst du auch Folgendes machen. Du kannst sogar mitreisen. Du kannst sogar sagen, pass mal auf, ich würde gerne sehen, wie das Ganze funktioniert. Kann ich bitte bei 5 oder 10 Terminen dabei sein? So, dann lade ich dich ein und sage, okay, nimm dir die Zeit für, weiß ich nicht, bei 10 Termine sind bei mir 5 Tage, 2 Termine pro Tag ungefähr. Wenn du Bock hast, komm einfach mit, nimmst du mal eine Woche frei, dann gehen wir mal durch die Gegend und du wirst sehen, was meine Aufgabe ist. Nach dem 5., 6., 7. Mal verstehst du, wie das Ganze geht. Aber eine Bitte, und das ist ganz wichtig, niemals mich kopieren, das wirst du nicht können. Aber du bist ein viel besseres Original, als ich es hier sein könnte. Deswegen, ne, die Ideen und das, was wir machen, das könnt ihr gerne nehmen, bei euch einbauen, gucken und fragen, wie man das aufbaut, was sind die Hintergründe dazu. Aber entwickelt euren eigenen Stil und das ist auch ganz wichtig, denn der eigene Stil ist genau das, was dann rüberkommt und das ist dann authentisch. So, alles andere wirkt eher autistisch. Naja, egal, ihr versteht schon, sollte jetzt nur ein Wortspiel sein, aber egal, ist misslungen. Ja, schönen Dank. Genau, also ja, es gibt Kurse, die man machen könnte, ne? Einfach mal anfragen, gucken wir mal, was man braucht. Was für eine Unterstützung du brauchst. Danke sehr. So, die nächste Person, bitte sehr. Das erstmal zur Rhetorik. Und dann, ja, ich bin Botschafterassistentin. Ich bin da so reingerutscht. Erstmal vielen, vielen Dank, auch, dass du hilfst. Ja, genau. Was wir brauchen ist, wir brauchen Hilfe, auch um zu gucken, was in den Nachbardörfern passiert und ähnliches. Die Orga selber ist nicht in der Lage, ganz Deutschland oder über 500 Gruppen sich anzugucken. Wir sind um die 10 bis 15 Leute, soll heißen, dass, wenn wir jetzt 10 Leute wären, dass pro Person ungefähr 50 Gruppen überprüfen müsste und das jedes Mal. Das schaffen wir nicht, wir haben genug zu tun. Wir haben ja nicht nur die Gruppen, die wir uns angucken müssen, wir müssen auch noch Leute unterstützen und. Das heißt,
Ihr wisst ja, was ich immer wieder sage, ne? Wir werden es nur schaffen, wenn wir alle zusammenhalten. So, und das ist genau das Ding. Das heißt, es ist die Aufgabe von jedem, dass das Ganze funktioniert. Und wenn wir es schaffen, innerhalb Deutschlands ein komplettes Netzwerk zu machen, wo es keine, wo es keine Lücken gibt, sondern wo das, der eine Knotenpunkt mindestens drei andere Knotenpunkte unterstützt und das jedes Mal. Das ist also komplett flächendeckend. Dann schaffen wir es, dass wir uns wirklich so unterstützen, dass wir auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg sind. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Beitrag und ich freue mich darauf. Frau Assistentin. So, ja, auch wir dürfen Assistenten haben. haben wir jedes Mal, wenn wir Leute treffen, die uns beherbergen und machen und tun. Da müsstet ihr auch mal gucken, wie das geht. Doch, vielleicht eine Sache, die noch wichtig wäre, die mir einfällt. Wie wird das Ganze finanziert? Wir müssen ja jetzt von A nach B fahren und teilweise ist das kostenintensiv. Momentan gibt es ein 9-Euro-Ticket, das heißt, man könnte mit der Bahn fahren. Ist meistens ein bisschen komisch und schwierig, aber sowas könnte man machen. Man kann auch den Botschaftern gerne zumindest die Reise wieder in irgendeiner Weise wieder gut machen. Ja? Die erste Regel heißt ja, entweder schenken oder zum Selbstkostenpreis. Das heißt, man kann, aber man muss nicht. So. Ich persönlich selber werde nie nach Geld fragen, weil es ist nicht mein Ding. So, aber es gibt andere Leute, die brauchen es vielleicht oder. Brauchen tue ich zwar auch, aber ich frage trotzdem nicht. Die Leute geben ja ab und zu etwas und dafür bedanke ich mich auch. Weil das wird für Spritgeld eingesetzt und das wird für diverse Sachen eingesetzt, die für andere da sind. Ich bitte einfach nur, auch das nicht zu vergessen. Wir kommen gerne und wir helfen gerne. So, aber wir sollten uns gegenseitig unterstützen, dass wir genau diese Aufgaben weiterhin machen können. Wir sind aber auch gerade momentan dabei, eine Orga auf die Beine zu stellen, wo wir Transporte von A nach B hinkriegen. Und dazu werde ich morgen auf jeden Fall noch ein paar Leute treffen und gucken, wie wir das Ganze umsetzen können. Dass das Ganze auf festen Beinen steht. So, also, wie gesagt, noch einmal vielen, vielen Dank. Danke für deine ganze Arbeit, die du machst. Und wenn da noch Fragen sind, kannst du noch fragen. Ansonsten darf ich bitten, wer noch weitere Fragen hat, ist frei, darüber zu sprechen. Ihr könnt auch in den Chat was reinschreiben und wir können gucken, ob das, was im Chat ist, ob wir hier die Frage stellen können. Das heißt, wenn irgendjemand sie liest, die Fragen im Chat, bitte auf jeden Fall mal vorlesen. Wenn ich weiter hier so rumstehe, werde ich schwarz. Egal. So, wenn keiner... da gibt es noch ein paar. Bitte sehr. Wenn ihr fertig seid, bitte auch mal die Hand wieder runter tun. So, die nächste Person, bitte sehr. Ich wollte noch bekannt geben, dass es inzwischen jetzt auch eine Botschafterin gibt, die ganz aus dem Norden kommt, die sich jetzt gerade mit der anderen Botschafterin trifft und sich Instruktionen holt und dann im Ausland rumkurven möchte, um dort Helfer zu verbreiten. Oder also auch natürlich örtlich bei sich herum, um ihre eigene Ortsgruppe, aber eben auch im Ausland dann Helfer weiter empfehlen möchte und dafür sorgen möchte, dass wir auch Gruppen im Ausland bekommen. Super, das ist ja der Hammer. Das klappt ja wie geschnitten Brot. Ja, also unsere Art zu leben ist immer schon etwas anders gewesen, aber jetzt mit diesen Möglichkeiten werden wir uns gegenseitig so hochpushen, so helfen, dass wir wirklich eine neue Art von Leben endlich mal schaffen können. Und zwar eine Art, die wir uns schon immer wünschen. Und ich freue mich drauf. Gibt es noch jemanden, der was sagen möchte oder der eine Idee hat oder eine Frage hat? Gut. Dann würde ich sagen, komme ich zu meinem Schlusswort. Die Menschen haben insgesamt auf dieser Erde vieles erreicht.
Wir haben es geschafft, uns technologisch weiterzuentwickeln. Es fehlen uns einige Sachen, damit wir es schaffen, die Welt perfekt hinzukriegen. Helfer ist nicht die Lösung, die uns alles irgendwann vorbereitet, einfach dahinstellt und wir müssen nur zugreifen. Helfer ist einer von vielen Wegen, die versucht auf jeden Fall, die Welt viel besser zu machen. Und zwar für die Menschen, für die Umwelt und für alles andere. Wir können, wenn wir wollen, weitermachen, so wie wir gelebt haben, aber viele wollen es nicht. Wir bieten die Möglichkeiten an, dass wir das tun. Dafür müssen wir uns aber auch hinsetzen und ganz neue Wege überlegen. Botschafter, also dieses Thema, was wir heute hatten, ist eines von vielen, die uns helfen sollen, genau auf diese Sachen weiter einzusteigen, dass wir da einige Sachen machen. Was wir versuchen ist, wir versuchen den nächsten Schritt zu gehen. Und was ich nebenbei auch noch versuche, ist, mich mit diversen anderen Gruppierungen zu treffen und einen Zusammenschluss in irgendeiner Weise hinzukriegen. Denn wisst ihr was? Ich habe am Anfang von den Menschen gesprochen und da gehe ich auch jetzt wieder zurück. Denn wir Menschen, wir werden, wenn wir weiterhin so arbeiten, wie wir arbeiten, uns gegenseitig kaputt machen. Was wir aber brauchen, ist Frieden. Und Frieden schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten. Aus diesem Grund, lasst uns alle zusammenhalten und Frieden schaffen und lasst es uns in Liebe tun. Wir sind schon auf einem verdammt guten Weg und ihr seid der beste Beweis dafür. Ich bedanke mich deswegen bei jedem, nicht nur der mir zuhört, sondern der hilft, dass diese Idee wahr wird. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns auf der Straße oder im Paradies. Kommt drauf an. Ich wünsche euch alles Gute. Viel Spaß noch. Bis denn. Euer Kell. Helfer engagieren sich liebevoll für andere.